Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch erklären, wie ich dieses LED-Logo dort hinter mir erstellt hatte. Natürlich gilt das alles, was ich euch jetzt erklären werde, nicht nur für genau dieses Logo, sondern das kann man natürlich auch mit beispielsweise euren Logos oder generell mit jeder anderen Form natürlich anwenden. Deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr natürlich hier in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schreibt auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal dem ganzen Vorgang Schritt für Schritt durch. Als erstes beginnen wir mal mit den Grundprodukten, die ich dafür gebraucht hatte. Und zwar ist es als erstes einmal eine Acrylglasplatte. Das Ganze habe ich von Express-Zuschnitt geholt. Die haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Hier hatte ich eben halt mir dann eine 3mm Acrylglasplatte geholt mit 120 mm Außenradius. Ist immer das Höchste, was man eben halt nehmen kann. Und das Ganze eben halt, wie gesagt, 3mm. Muss nicht sonderlich dick sein. Das Ganze natürlich in einer runden Form, weil mein Logo eben halt auch diese runde Form hat, deshalb eben halt in rund. Wenn ihr dort irgendwas anderes nehmen wollt, könnt ihr beispielsweise auch das Ganze in einer Buchstabenform machen. Und das Ganze habe ich dann auf eine Sperrholzplatte raufgeklebt, aufs Pappelsperrholz, damit das eben halt nicht irgendwelche eigenen Farben hat. Das ist natürlich auch in einer runden Form, ganz klassisch. Hier natürlich auch 120 Millimeter bzw. 120 cm Außenradius. Dadurch war beides eben halt deckungsgleich. Dann hatte ich auch noch ein bisschen diese Sperrholzplatte tatsächlich angemalt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Vielleicht sieht man so ein bisschen, es ist eben halt keine Holzfarben, sondern immer so eine leicht gräuliche Farbe. Könnt ihr irgendeine Farbe aus dem Baumarkt nehmen. Ich hatte eine Lackfarbe, glaube ich, benutzt, die tatsächlich auch eine matte Farbe war. Zusätzlich dazu hatte ich natürlich dann auch noch diese Aussparung drin, da ich ja eben halt nicht einfach eine durchgehende Platte dort nehmen kann, hatte ich ja eben halt bei Express-Zuschnitt, was auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Funktion ist, hier bei den Form- und Textausschnitten mir dann drei Textausschnitte erstellt. Einmal eben halt das T, etwas kleiner, dann das L und dann das C. Sieht natürlich jetzt im Real Life ein bisschen anders aus. Ich hatte das jetzt nur einmal im Prinzip wieder reproduziert, wie ich es damals gemacht hatte. Ich habe allerdings nicht genau die Vorlagen, wie es eben halt damals letztendlich war. Ich hatte dort noch ordentlich rumprobiert, wie das eben halt gut aussieht. Auf jeden Fall hatte ich hier als Schriftart, da es kein normales Areal gibt, was eben halt die normale Schriftart ist, die ich eben halt für mein Logo benutzt hatte, hatte ich eben halt die Source Sans Pro Bold Schriftart benutzt. Die ist im Prinzip genau die gleiche wie Areal Black. Sieht zumindest sehr, sehr ähnlich aus. Gefällt mir auf jeden Fall dementsprechend sehr, sehr gut. Hier könnt ihr so ein bisschen dann eben mal die Position ändern, Größe ändern. Müsst sich jetzt auch ein bisschen anpassen, damit das alles wieder genauso aussieht wie jetzt auch im Real Life. Passt eben jetzt von den Größen her nicht ganz so, aber eben mal so ungefähr sah es auf jeden Fall aus. Und hier in diesen, wo man die Buchstaben im Prinzip dann hinmalt, werden dann im Prinzip Ausschnitte einfach gemacht. Das Ganze wurde glaube ich, gelasert. Und dadurch ist es eben halt so, dass man dann dort einfach Löcher in dem Holz drin hat. Man darf natürlich die Lücken zwischen diesen Holzstücken dann nicht zu dünn machen, denn sonst könnte es natürlich brechen. Und das Coole war tatsächlich, dass man bei Express-Zuschnitt dann auch die ganzen Buchstaben, die da ursprünglich mal drin waren, letztendlich mitgeliefert bekommen hat. Was natürlich zum einen zur zusätzlichen Stabilität beim Transport dafür sorgt. Und natürlich hatte ich dann mir so gedacht, kann ich das auch direkt benutzen, um das dann eben halt einfach nochmal auf der anderen Seite zu machen. Und deshalb seht ihr jetzt, dass auf der Seite dort ebenfalls dann eben halt nochmal die Buchstaben sind. Das ist im Prinzip genau das gleiche, was vorher auf der Seite drin war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und man kam das im Prinzip kostenlos dazu. Ich meine, ansonsten würde das so weggeschmissen werden. Dementsprechend ist das so auf jeden Fall dann deutlich besser und die hatte ich dann eben halt dann auf der Seite auch noch ein bisschen angemalt. Allerdings jetzt eben halt nichts wirklich Besonderes, was ich damit gemacht hatte. Letztendlich sind das auch schon die zwei Hauptelemente des Ganzen. Dann gab es natürlich noch einen RGB-Streifen, der da rankam. Und zwar ist der von Guvi. Das ist ein Dreamcolor-RGB-Streifen. Das heißt, man kann den auch einzeln ansteuern. Ist ja zwar nicht der hochwertigste, man kann nicht jede einzelne LED einzeln anschließen. Dafür hat das, glaube ich, nur 40 Euro gekostet, also für 10 Meter oder so, die da drin verlegt sind. Ich habe eben mal einmal außen den ganzen Ring rumgemacht, also im Prinzip einmal auf der Seite ganz herum und dann eben halt nochmal in den drei Buchstaben jeweils einen Streifen drin gemacht und beziehungsweise in den Buchstaben eben halt einen Streifen insgesamt reingemacht in die drei und einen immer nochmal ganz außen rum, sodass es eben halt wirklich komplett beleuchtet ist und die sind auf jeden Fall ganz gut, kann man per App steuern und bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit. Haben eine schöne Farbe, sind echt schön hell. Ja, ich meine, die laufen gerade auf 50%, sonst wäre es ja ein bisschen hell für die Kamera. Auf 100% sind die schon wirklich sehr, sehr hell. Und die Farben sind auf jeden Fall sehr, sehr gut davon. Kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Und die hatte ich dann im Prinzip einfach da reingeklebt. Haben auch instant
so ein Klebestreifen auf der Rückseite dran, was das Ganze auf jeden Fall nochmal leichter macht. Hatte ich dann im Prinzip einfach einmal auf die Innenseiten, im Prinzip da, wo hier diese Ausschnitte sind, dadurch, dass es ja ein 10 mm dickes Holz ist, konnte ich im Prinzip genau diesen 10 mm dicken Streifen dann auch in die Buchstaben einfach reinkleben. Dann musste das Ganze natürlich nur noch einmal befestigt werden. Dafür hatte ich zum einen einmal die Linsenkopfschrauben von Schrauben Expert genommen. Haben echt eine schöne Farbe, sind eben halt wirklich in einem schönen, clean Schwarz. Kostet eben halt wirklich gar nichts zu schrauben. Habe ich dann insgesamt 12 mal rangepackt. Sieht man jetzt, glaube ich, auf der Kamera gar nicht so sehr. Im Real Life sieht man das deutlich besser, glaube ich. Davon hatte ich, wie gesagt, insgesamt 12 rangepackt, die alle in einem gleichen Abstand. Einmal eben halt außen rum, im Prinzip an der Kante entlang. Und dadurch, dass ich die etwas länger gewählt hatte, waren zum einen als Abstandhalter immer zur Wand einmal zuständig. Und ich hatte das gleichzeitig eben halt auch dafür benutzt, dass ich an diesen Schrauben dann im Prinzip hier an dem Stück dann auch noch den zweiten RGB-Streifen rumgeklebt hatte, der dann eben halt außen so das Ganze beleuchtet. Und zusätzlich dazu hatte ich dann noch eine Mutter eben halt daran gepackt, eine Sechskantmutter, ganz klassisch natürlich. Zusätzlich zu den Schrauben musste das Ganze natürlich nochmal an der Wand befestigt werden. Dafür hatte ich hinten zwei Holzstäbe einmal draufgeleimt, um im Prinzip nur einen besseren Abstand zu schaffen, denn in diese kleine dünne Holzplatte kann man natürlich keine Schrauben irgendwie reinschrauben. Dann hatte ich dahinter im Prinzip so eine Befestigung von Bilderrahmen rangepackt, wo man dann im Prinzip einfach einmal so ein Gegenstück an der Wand befestigt und dann musste das Ganze im Prinzip wirklich wie so ein Bilderrahmen nur noch einmal aufhängen und so hängt das Ganze im Prinzip dran, ist gar nicht so richtig fest befestigt und man könnte das relativ leicht sogar einfach wieder abmachen, also man muss das nicht mehr irgendwie abschrauben oder so. Ist echt entspannt dafür gewesen und letztendlich sind es auch eigentlich schon ganze Schritte, die dafür gemacht werden mussten. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall weitergeholfen und gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.